willkommen zum Purbauch. Lass uns erstmal im Stand ein bisschen aufwärmen und dann gehen wir gleich an die Matte. Wir rollen die Füße ab, ziehen uns im Oberkörper in die Länge. Hier direkt schon die Bauchmuskulatur aktivieren. Du ziehst kräftig ein und bewegst die Arme raus. Ja. Zieh, zieh. Hoch, hoch. Schön weit und hier die Schulterblätter hinten zusammenziehen. Vorne kreuzen sich unsere Arme. Komm weiter. Auf, auf. Viermal zur Seite auf und jetzt von der Seite nach oben. Komm hoch, hoch, lang. Weite Armbewegung hier. Streck dich. Komm mit. Lang. Hoch. Die letzten acht mehr noch. Komm. Komm. Sieben. Sieben. Vier. Drei. Noch einmal tief. Arme tief. Komm. Sieh auf. Vier. Drei. Zwei. Die letzten hoch. Komm. Sieh. Sieh. Vier mehr. Lang. Lang. Stell dich auf und zieh die Hüfte, den Oberkörper hier nach unten. Jawohl. Wir neigen und aktivieren jetzt unsere seitliche Rumpfmuskulatur. Ziehen, ziehen. Rechts, links. Da werden wir im Tempo ein bisschen schneller. Auf geht's. Komm. Komm. Seit, seit. Das Neigen. Wenn wir das jetzt ein bisschen schneller machen, dann spannt die Muskulatur direkt fester an. Komm, komm, rechts, links, weiter noch, ab, zwei, letzte davon, vier, es geht nach vorne jetzt, komm, vor, vor, spann den Bauch an, gut einziehen, Schultern mit nach hinten, komm, komm, hoch, hoch, zieh, noch weiter, vor, komm, mach auch ein bisschen immer den Rücken mit warm, auch den Gegenspieler zur Bauchmuskulatur. Tief hoch, komm. Letzten weiter noch. Acht, mehr. Als nächstes ziehen wir unsere Knie diagonal vorne hoch, die Ellenbogen mit. Komm, rechts, links, vor, vor. Zieh, zieh. Querverlaufend hier, der Bauch spannt sich mit an. Vor, vor, hoch, hoch. Immer vier pro Seite. Komm. Vier, drei, zwei. Du wechselst. Komm, komm. Noch einmal. Vier, hoch, hoch. Und der Wechsel mit. Zieh. Jeweils noch zweimal vier. Hoch. Komm. Vor, vor. Einmal rechts und links. Komm. Hoch. Das letzte Mal jetzt. Vorne ran. Ran. Und wir lösen. So, neige noch einmal langsam. Seit sie. Das machen wir weiter, aber wir halten jetzt die Arme auf Höhe der Schultern ausgebreitet wie ein Flieger. Jawohl. Zieh die letzten Seit. Komm. Hin und her. Noch acht mehr davon. Neigen. Komm. Komm. Viermal. Seit. Drei. Zwei. Wir lösen, lock. So, nun lass uns mal direkt schon zum Boden runterkommen. Ein bisschen sind wir aufgewärmt. Der Rest kommt ab jetzt im Sitz auf der Matte nach unten gehen. Und da legen wir jetzt richtig los. So, sitzende Position, Füße vorne aufgestellt. Die Hände schieben wir nach vorne. Wir machen uns rund und machen erstmal hier eine ganz kleine Bewegung vor, vor. Komm, du sollst dich jetzt dabei oder dir erstmal die Zeit nehmen, dich auf das richtig intensive Einziehen deiner Bauchspannung zu konzentrieren. Die brauchen wir nämlich jetzt, dieses einziehende Gefühl für die Übung im Sitzen. Wenn man nämlich dieses Einziehen, diese Spannung vergisst oder das Ganze nachlässt, dann muss ja irgendwie der Oberkörper gestützt werden, um nicht aus dem Sitzen umzufallen. Dann wird sich nämlich der Rücken stärker einsetzen oder einschalten, die Rückenmuskulatur. Und deshalb werden auch viele das oftmals mit im Rücken spüren. Ganz
ganz weglassen oder ganz ohne den Rücken zu spüren, wird das eh nicht funktionieren. Aber je mehr und je stärker das dann im Rücken ziehen wird, umso eher hast du dann oder weißt du, der Bauch muss doch noch ein bisschen intensiver rangenommen werden und von Grund auf mehr gestärkt werden. Dann sollten wir öfters noch daran arbeiten. Wir rollen uns jetzt fließend nach hinten ab. Komm, rück, rück, vor, vor. Immer wieder leicht rund nach vorne. Einatmen, ausatmen. Komm nach hinten und vor. Weiter. Komm, vor. So, jetzt werden wir gleich mit verschiedenen Übungen starten und jede Übung wird ungefähr eine Minute lang ausgeführt. Nach 5 Übungen gibt es eine kurze Pause, erst nach den ersten 5 Übungen. Die hier zählt noch nicht dazu. Komm weiter, rück, einatmen, ausatmen, rück. So, wir starten mit der Übung 1, eine Minute, du hältst und ziehst jetzt ein Bein. Hoch. Sollte dir das zu anstrengend werden, kannst du die Hände hinten etwas abstützen. Das stützt dir auch etwas mehr den Rumpf, den Rumpfbereich und es wird leichter zu halten. Komm weiter. Hoch. Zieh. Zieh. Das ist Übung 1. Eine Minute lang das eine Bein. Komm. Zieh. Hoch. Ran. Ran. Heute irgendwie ganz schön warm, ich war auch nicht. Dabei habe ich ja noch gar nicht so viel gemacht. Zieh, ran, komm, durchhalten. Gleich hast du es hier geschafft mit der einen Seite. Das ist etwas, das werden wir auch im Oberschenkel spüren. Hüftbeugerbereich, der spannt hierbei auch gut mit an. Komm, zieh, zieh, ran, halte durch. Komm, 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 letzten 4, 3, 2, 1. Wechsel dein Bein und jetzt ziehen wir hoch. Komm, Oberkörper hält noch durch. Und weiter geht es. Komm, wir sind in Minute 2 oder Übung 2. 5 schaffen wir, dann gibt es die erste Erholung. Komm, komm, ran, ran. Schultern tief, Rücken etwas rund, die Bauchspannung gut aktiv eingezogen. Weiter hoch. Du hältst durch, komm, hoch, hoch, zieh, ran, ran. Falls die Arme schwer werden, man kann die auch an den Brustkorb nehmen, allerdings wird es dann für den Bauch nochmal ein bisschen schwerer. Komm, durchziehen, ran, ran, hoch, hoch. Und die letzten 8. 4, 3. Wir setzen ab. So, die Knie rechts und links, die Arme mit. Bleib ein bisschen hinten. Halt den Oberkörper. Komm, komm. Ziehen, ziehen. Eine Minute lang die neigende Bewegung mit den Beinen. Komm, komm. Satt, satt. Super. Durchziehen. Komm, satt. Bei den Füßen gehst du immer hier auf die Kante mit. Die liegen locker vorne auf. Ich hoffe, du merkst schon was. Bei mir brennt es schon langsam ein bisschen im Bauch. Komm, wir ziehen. Genau das wollen wir, dass die Muskulatur zum Brennen kommt. Dann wissen wir, der Trainingsreiz ist hoch genug, dass das Ganze auch etwas bringt im Sinne der Kräftigung, der Stärkung der Muskulatur. Und da muss man die hinterher auch ordentlich versorgen mit viel Eiweiß, dass diese kleinste Mikrogröße, die wir mit dem Brennen erzeugen, wieder gut zusammenwachsen und die Muskulatur sich somit verstärkt. So, es geht schon weiter. Nächste Übung. Hier, die Hände ab und du schiebst. Vor, vor, komm, komm. Beine im Wechsel. Lang, Bauch gut angespannt, eingezogen. Wenn du das nicht schaffst, leg dich auf den Rücken ab, mach das Ganze in der Rückenlage. Komm, komm, vor. Puh, jetzt wird es schon echt schwer. Wir haben hier noch eine Übung vor uns, bevor wir dann für einmal kurz auch lösen dürfen. Die Beine schaffen noch ein paar vor. Komm, lang, lang, weg. Super, halte durch. Komm, vor, vor, streck.
und immer noch gut den Bauchnabel einziehen. Letzten 8, 7, komm, 4, weiter 4, 3, 2. Jetzt legen wir uns ab nach hinten und die Beine gehen beide hoch und vor lang. Nochmal, hoch und vor lang. Und wenn du magst, beim Hochgehen den Po kurz lösen und tief, flache Beine, hoch, heben und tief. Komm, hoch und ab. Lange Beine hoch und vor. Ausatmen, ein. Die letzte Minute dieses Päckchens, dieser 5 Übungen. Komm, hoch, ausatmen und ein. Weit und tief. Gleich hast du es. Auf geht's. Komm. Nochmal den Po mitnehmen. Das ist gut für den unteren Bauchbereich unterhalb vom Bauchnabel. Komm, ziehen. Und lang. Hoch. Ziehen. Und zweimal noch. Die gehen noch. Und letztes Mal. Die Zeit ist ungelöst. Setz kurz ab. So, entspannt und jetzt auch mal die Bauchspannung ganz lösen. Tief durchatmen. So, in diesem Schema werden wir jetzt hier aus der Rückenlage weitermachen. Wir machen auch wieder 5 Übungen in der Rückenlage jetzt. Und danach gibt es wieder eine kleine Pause. Für die nächste Übung lassen wir jetzt die Füße vorne aufgestellt am Boden, arbeiten nochmal aus dem Oberkörper-Rumpfbereich. Hierbei Fersen fest, Rücken tief, Bauch gespannt. Hände sind am Hinterkopf, hast den Nacken lang gestreckt. Und die Hände sind im Grunde so ein bisschen die Unterstützung, damit der Nacken nicht so stark hier halten muss. Geh schon ein kleines bisschen raus. So, jetzt geht es los und zwar ziehen wir kleinst hoch, hoch. Eine Minute, auf geht's, sie läuft schon. Ziehen, ziehen, fest, hoch. Nicht nachlassen, komm, komm, hoch, hoch. Hoch ab, hoch ab. Versuch deine Schulterblätter mit ganz zu lösen, der untere Rücken liegt und auch der Po ist gespannt, indem wir durch den Druck der Fersen richtig gut auf die Rückseite hier spannen. Hoch, hoch, ka, ka, zieh, zieh. Weiter geht es noch. Gleich geschafft diese Minute. Ka, ka, hoch, hoch, zieh, zieh. Die letzten laufen, letzte Sekunde. So, jetzt geht's weiter. Wir halten oben und ein Arm ist hinten der Feder. Auf und ab. Eine Minute lang pro Arm. Und jetzt wird sich deine Spannung so ein bisschen mehr nach oben verziehen in den oberen Bauchbereich. Unterhalb deiner Rippenbögen, der obere Bauchanteil, den trainieren wir am meisten jetzt durch diese lange Hebelwirkung mit dem Arm hier hinten. Wenn du kannst, zieh den Oberkörper noch mal ein Stückchen höher. Auf geht's. Fersen bleiben noch gut in den Boden gedrückt. Lang den Arm hin. Je höher der ist, umso leichter wird es. Je weiter hin, umso schwieriger von der Spannung im Bauch das Ganze zu halten. Zieh noch kräftig ein. Komm, drück den Rücken immer noch gut an den Boden ran. Und stütz den Kopf mit der anderen freien Hand. Jetzt ist es gleich geschafft. Komm, komm, Feder. Und wir wechseln andere Seite. Komm, zieh. Oberkörper noch mal ein bisschen höher. Kämpfe durch. Komm. Super, auf geht's. Und noch mal ein bisschen länger deinen Arm, den Oberkörper wieder ein kleines bisschen nach oben ziehen, weil mit der Zeit wird ja die Muskulatur doch ein bisschen müde. Wir sinken langsam wieder runter. Das soll nicht passieren, deswegen ziehen wir uns immer wieder ein kleines bisschen höher. Spann den Po nochmal. Komm, kleine Schwünge weiter hier. Zieh, zieh, kurze auf und ab. Damit haben wir dann gleich schon die dritte Übung und zählen noch 2
damit auch dieses Päckchen komplett ist. Komm, durchziehen. Lass den Bauch richtig schön vibrieren. Komm, acht. Letzte, vier, drei, zwei, super. Wir ziehen hin, vor und rück. Komm, vor und rück. Langsames Tempo ausatmen und rück. Wenn du kannst, löst du deine Schulterblätter komplett und ein bisschen auf den Rücken. Immer die Seiten wechseln und lang nach hinten. Ausatmen vor, ein, rück. Komm, vor und lang. Schön weit und weit. Zurück, vor, komm, lang, rück. Ich glaube, das gibt ein bisschen Muskelkater bei mir. Komm vor, zieh und lang. Weiter. Gleich hast du die Minute geschafft. Ich auch, bin ich froh. Vor, ziehen, komm. Nach hinten. Super. Noch zweimal vor, rück. Letztes Mal. Hände an den Hinterkopf. Und wir sind oben. So, von hier aus geht's in Wechselrichtung. Beine mit den Händen hoch. Komm, zieh. Tempo. Hoch. Hoch. Richtung Füße. Komm, immer zum entgegengesetzten Fuß. Zieh dich. Hoch. Hoch. Komm. Lange Beine hier. Tempo. Komm. Komm. Hoch. Hoch. Weiter. Die Runde haben wir gleich. Komm, zieh dich mit. Streck nach oben lang. Schulterblatt im Wechsel löst. Komm, komm, komm. Hoch, hoch. Es laufen die letzten Sekunden dieser Minute. Auf geht's, komm hoch. Noch ein bisschen weiter. Zieh hier von 8. 7. 6. 5. Durchhalten. 4, 3, 2. Sehr gut gemacht. Und löst ab. So, jetzt wieder ein bisschen Zeit loszulassen, die Spannung auch aus dem Bauch lockern und mal tief durchzuatmen. Und dann geht es auch gleich schon weiter mit der nächsten Folge. Noch eine Runde. Ein Fünferpäckchen. Das schaffen wir noch. Wir werden jetzt anfangen, nochmal in der gleichen Ausgangsposition. Die Fersen drücken in den Boden, untere Rücken an den Boden gedrückt. Eine Hand an den Hinterkopf, die andere zieht an der Seite runter. Und jetzt wollen wir hier mehr an die Taille gehen. Wir sind gelöst, aber wir ziehen jetzt seitlich den ganzen Körper in eine Seitenhaltung. Komm, zieh. Zieh. Seitlich Richtung Fuß, Richtung Außenknöchel. Zieh. Zieh. Komm. Für die Taille dort. Weiter, komm mit mir. Zieh. 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 Viermal. Drei. Zwei. Da bleiben wir jetzt nochmal vorne und ziehen Leine. Komm. Komm. Seitlich weiter, bis die Minute zu Ende ist. Kleinste Bewegungen hier nach unten. Komm, komm, komm. Weiter. Vor. Vor. Spür dieses Zusammenziehen dort in der seitlichen Bauchmuskulatur, in der Taille. Komm, tief. Tief. Wir ziehen weiter und wir haben auch gleich schon die erste Seite davon geschafft. Letzte. Acht. Sieben. Tief. Noch. Vier. Wechseln wir die Seite, gehen erst langsam. Tief, lang, tief, lang. Komm seitlich außen an den Knöchel mit dem Oberkörper weiter. Tief, tief, zieh. Super, komm. Tief und ran. Tief, ran. Und auch hier die Kleinen jetzt da unten. Komm, zieh. Kurz, seitlich nach unten. Zieh. Zieh. Und auch wieder da. Gut die Außenseite, die Taille zusammen. Ist wie so ein Zusammenquetschen an der Seite eigentlich vom Gefühl.
Dann ist aber alles gut. Dann spannt die Muskulatur hier an, zieht sich gut zusammen. Die Atmung fließen lassen ist besonders wichtig, denn um Leistung zu erbringen, damit der Körper funktioniert, braucht er viel Sauerstoff. Deshalb deine Atmung gut fließen lassen dabei. Man sagt ja immer bei den Bauchübungen kräftig einziehen den Bauch. Also das heißt, hierbei kannst du nicht so tief atmen. Du atmest mehr in den Brustkorb. Wir lösen. So, jetzt heben wir die Beine und den Po an und wackeln mit dem Po. Komm, auch das ist nochmal für die Taille. Auf geht's. Komm, hoch. Po wackelt hin und her. Komm, zieh, zieh. Rechts und links ziehen. Rücken an den Boden gedrückt, hier im unteren Bereich der Po ein Stückchen angehoben. Atmung fließt weiter. Wir halten durch. Jetzt kommen noch zwei Übungen gleich hier nach. Die machen wir noch mit unseren Beinen. Weiter. Zieh. Die nächste Übung wird ein bisschen langsamer. Hände an den Hinterkopf, halte hier und zieh immer diagonal. Knie, Ellenbogen und wechsel. Vorne schwebt dein Bein, falls das zu schwierig ist, setzt du deine Ferse immer kurz unten an den Boden an. Das geht auch. Komm, lang. Kräftig deinen Bauch nach innen. Komm, weiter. Vor. Und die sind schwer, das weiß ich. Da brennt es jetzt nochmal ordentlich im Bauch. Streck schön weit weg. Du machst es super, wir schaffen das. Wir halten durch. Hier laufen die letzten Sekunden von dieser Übung. Dann kommt noch eine mit den Beinen. Vor. Wechsel die Beine noch viermal insgesamt. Nach vorne. 3, 2. Super. Hände unter den Po. Beide Beine werden nach oben gestreckt. Die machen jetzt einen Kreis. Über seitlich vor, hoch. Außen vor, hoch. Seite vor, hoch. Finde für dich ein Tempo. Wenn dir das zu schnell ist, mach es etwas langsamer. Voraussetzung ist, deine Bauchspannung zieht immer noch flach nach innen und der Rücken löst nicht vom Boden in ein Hohlkreuz. Den versucht mir immer schön flach zu lassen. Lass uns die Kreise andersrum ausführen. Vorseite hoch. Vorseite hoch. Komm. Jawohl. Weit. Der Kopf darf auch liegen bleiben, wenn der gehalten ist. Wirst du allerdings ein bisschen mehr davon im Bauch spüren. Komm. Vor. Tief. Super. Gleich hast du es. Auf geht's. Komm, die letzten viermal. 3, 2, 1. Und jetzt noch einmal kurze Lockerung. Super gemacht. Tief durchatmen. Wir machen eine letzte Übung. Kein Fünferpäckchen mehr. Nur eine letzte Übung jetzt noch. Die sogenannte Blank-Übung. Die blanke. Dreh dich einmal mit dem Blick zur Matte. So, wir stützen uns auf den Ellenbogen hier ab. Die sind parallel, die Arme, Füße nach hinten aufgesetzt. Zieh die Hüfte hoch, ab. Bauch einziehen, hoch. Du schiebst dich so ein Stückchen von den Armen hier nach hinten weg. Komm. Weiter, hoch. Schieben ab. Ganz Körperspannung noch. 8, hoch. Komm. 7, 10. Letzte 4, 3, 2. Lange Position vorne, Knie im Wechsel, tief. Komm, tief. Alles andere ist richtig fest im Körper. Nur die Knie tippen hier die Matte im Wechsel an. Halte durch. Weiter. 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, Endspurt und absetzen. Super gemacht. Lösen. So, wir schwingen die Arme aus. Ach ja, jetzt sind wir, glaube ich, warm. Jetzt können wir auch richtig durchtanken. Zumindest der Bauch ist schon mal gut durchtrainiert. Neige den Körper, zieh dich lang. Und wechseln. Andere Seite. Jeweils einmal noch lang ziehen. Und wechseln. Die Hände lösen, vorne fassen, rund nach vorne ziehen. In die Länge. Abwechseln nach oben, streck dich hoch, hoch. So, wunderbar. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast deinen Bauch schön brennend gespürt. Es war ein recht intensives Training. Zumindest habe ich es sehr intensiv wahrgenommen. Vielen Dank dir fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.